Also sind wir jetzt hier irgendwo auf dem Turm oder was? Verstehe ich jetzt nicht ganz, muss ich sagen. Können wir das nochmal lesen, oder? Löst das Rätsel wild. Ach so, vielleicht da oben. Turm. Aussicht. Schnuppern. So. Löst das Rätsel. So. Wir versuchen es zu lösen. Wo sollen wir denn jetzt? Oh, okay. Mensch. Hier oben sollen wir irgendwo raus. Da. Und dafür ist ja jetzt der Schlüssel oder was? Tür zur Dachkammer. So, ich such die Dachkammer. Da durchsucht. Danke, mein Sohn, dass ihr eurem Vater ein letztes Mal seinen Willen lasst. Ich weiß, dass euch Schwerter schon immer lieber waren als Bücher. Und auch wenn ihr denkt, dass ihr mir eine Enttäuschung wart, ist doch das Gegenteil der Fall. Eure Unabhängigkeit hat mich beeindruckt und ich bin stolz auf den Mann, der ihr geworden seid. Mein Vater war ein Soldat. Er hat sich oft darüber beschwert, dass ich ein Bücherwurm sei. Bei eurer Geburt schwor ich mir, euch nicht ebenso zu behandeln. Auch wenn ich es nicht ertragen konnte, euch zu meinen Lebzeiten in den Krieg ziehen zu sehen, habt ihr jetzt meinen Segen. Ich habe meine Bücher verkauft und euch ein hoffentlich großzügiges Erbe hinterlassen. Nehmt es und kauft euch ein starkes Schwert und eine robuste Rüstung. Folgt eurem Herzen, mein Sohn, und findet euer glückliches Schicksal in Liebe. Euer Vater, Frodebert von Bohn. Öffnet die... Okay, die Truhe. Kann man das behalten oder müssen wir... Donner hat sein Erbe aufgegeben. Ich werde es einfach behalten. Dieses Geld gehört Donald von Bone. Ich werde es versuchen, ihn zu finden. Ihr findet die Truhe einen Beutel voller Gold. Offensichtlich handelt es sich hierbei um das Erbe, das Donald von Bone von seinem Vater hinterlassen wurde. Ja, eigentlich hat er ja gesagt, ich möchte das Erbe gar nicht mehr haben, richtig? Er hat es ja aufgegeben. Wir haben es jetzt gesucht und könnten es eigentlich theoretisch auch korrekterweise behalten. Denn wer findet, ne? Finderlohn und so. Bisschen Padder dann noch fürs Suchen. Aber ich würde sagen, komm, wir geben es ihm wieder. Vielleicht kriegen wir ja was anderes geschenkt. Dieses Girl, Donald von Bone, ich werde versuchen, ihn zu finden. Ihr habt das Erbe an euch genommen und bewahrt es sicher auf, um es Donald zu geben, sobald ihr ihn findet. Können wir den jetzt noch suchen, oder was? Fragt den... Was? Anwerber in Wegeruß nach Donald von... Von Bone. So. Können wir erstmal hier wieder auch schön runterrennen und. Das ist wieder mal fantastisch, muss ich sagen. Ganz, ganz dufte. Super, super. So. Also, gucken, ob wir den jetzt finden oder müssen wir jetzt da auch noch mit Laternen irgendwie den finden. Folge dem Licht. Folge dem Licht. So, da ist er doch. Können wir doch mal mit ihm sprechen. Rekrutierungsoffizier Orak. Hier melden sich zwar nicht sehr viele erfahrene Kämpfer als neue Rekruten, aber wir werden euch trotzdem nehmen. Oder seid ihr wegen etwas anderem hier? Ich suche einen neuen Rekruten namens Donald von Bone. Ja, ich erinnere mich. Wer könnte so einen Namen schon vergessen? Von Bonn hat sich vor ein paar Monaten freiwillig gemeldet und darum gebeten, direkt an die Front verlegt zu werden. Es könnte schwer werden, ihn aufzuspüren. Was wollt ihr denn von ihm? Ich habe hier das Erbe seines Vaters. Ihr habt sein Erbe?
Das wird er mit Sicherheit bekommen wollen. Ich werde mir seinen Aufenthaltsort melden lassen und dann einen Sonderkurier losschicken, um sicherzustellen, dass es ihn auch erreicht. Es gibt auch noch eine Notiz von seinem Vater. Vielen Dank. Ich sorge dafür, dass auch sie ihn erreicht. Ich weiß nicht, ob ihr ein Freund der Familie oder sowas seid, aber wir wissen es zu schätzen, dass ihr euch so viel Arbeit gemacht habt. Nehmt dies für eure Bemühungen. Wow, 300, sobald ich Speer von Bonn aufgespürt habe. Super. Abgeschließte, was haben wir denn jetzt da? Sprecht mit dem Hauptmann der Wache. Okay, Rang 12, Bogen erreicht. Okay. Ihr habt dabei geholfen, Adlersbach zu retten? Haben wir. So, aber ich möchte mich mit jemand ganz anderem unterhalten. Und zwar mit diesem Herrn hier. Ihr seid neu in Regisru. Willkommen. Selbst wenn ihr hier nur auf der Durchreise seid, liegt uns eure Sicherheit am Herzen. Wenn ihr Ärger habt, sagt mir einfach Bescheid und ich werde mich darum kümmern. Ich bin mit ein paar Schlägern aneinander geraten. Ich habe diese gestohlenen Gegenstände bei einem von ihnen gefunden. Schon wieder? Diese Kerle kapieren es einfach nicht. Wir können bei manchen Dingen ein Auge zudrücken, aber nicht, wenn Leute auf offener Straße ausgeraubt werden. Wir hatten eine Vereinbarung mit dem Mitternachtsbund. Aber seitdem er hier nicht mehr so zahlreich vertreten ist, haben wir diese Emporkömmlinge. Wer sind diese Emporkömmlinge? Sie sind als die Hinterhofbande bekannt. Ganz normale Schläger, aber ihr Anführer ist alles andere als gewöhnlich. Sein Name ist André. Sie nennen ihn den Fleischwolf, weil er seine Opfer durch den Fleischwolf dreht. Er wird wegen etlicher Morde gesucht. Sagt, könntet ihr nicht noch eine gute Tat vollbringen? Was schwebt euch vor? Ich habe diesen Tipp bekommen, wo man den Fleischwolf finden kann. Seine Jungs kontaktieren ihn, indem sie eine Trommel unten an den Docks schlagen. Keine meiner Wachen hat den Mumm, sich mit ihm anzulegen. Ehrlich gesagt habe ich den auch nicht. Aber wenn ihr dazu bereit wärt, gäbe es eine Belohnung für euch. Was seid denn für ein Schisser und ihr seid Hauptmann? Ich kann das erledigen. Ich werde den Anführer der Bande an den Docks finden und ihn töten. So, töte André den Fleischwolf. Aber was ist er denn für eine Witzfigur und ist auch noch Hauptmann? Wenn er sich vor so einem Typen in die Hose scheißt, also. Aller Unterwürde. So, da unten haben wir noch was. Ich hoffe nicht, dass wir. Doch, wir sterben. Doch nicht. Jo, betrete das Portal. Welches Portal ist. Ach so. Dieses Portal, ja. Ja, mach mal. Machen wir später. Da muss ich ja wieder einen gewissen Rest machen. Möchte ich dann aber jetzt nicht nochmal mit euch machen. Das haben wir ja schon gemacht. So. Da muss ich dann ein bisschen vorarbeiten und dann werden wir das auch zu Ende machen. Schlag die Trommel. Titte noch einen Hinweis, schlag die Trommel. Okay. Aber netter Hinweis, ne? Schlag die Trommel. Erstmal die Trommel finden. Ach man. Au, 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 au. Unser Bogen, Bogen. Alles so, Schmieris. So, aber wir haben ja eigentlich schon die richtigen gefunden. Glückliches Händchen gehabt. Oder es ist schwere, oder es ist scheißegal gewesen, wenn man angreift, man. Hätte am Anfang sowieso schon diese Banditen gefunden. Was ist mit der da? Tot? Ist erstmal dahinter versteckt. So, wir sollen jetzt hier irgendwo runter. Müssen wir ins Haus, oder? Da. Trommel schlagen. Schon wieder zurück? Zeigt mir, was ihr. Moment, ihr seid keiner meiner Männer. Boah. Fuck. L-
Level 25, okay, das hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, muss ich sagen. Also jetzt schon direkt so, und das ist so eine hohe Quest ist. Komme ich hier raus? Jupp. Entdeckt. Wo ist er denn? Jagt er mich nicht? Jo, das ist ja super. Jetzt die Trommel nochmal schlagen, oder? Anscheinend. Oh, da ist er. Alter. Ganz ehrlich, irgendwie no change. Also. Brauche ich auch gar nicht großartig rumversuchen. Was denn jetzt? Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn gemacht jetzt? Habe ich jetzt aus Versehen irgendwas eingesteckt oder was? Dass ich jetzt auf einmal flüchte vor dem Gesetz. Hallo? Ich war eigentlich gerade dabei, dem Gesetz zu helfen. Jetzt werde ich hier gesucht. Oh Mann, das fängt ja mal wieder, betritt das Portal. Was haben wir denn hier noch? Tötet Ermittler Goran. Wo ist er denn? Wo ist der Goran? Da unten oder was? Ach so, das ist keine. Ich kann doch gar nicht. Was? Was war das denn? Wow, 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 wow. Hat die mich vergiftet oder was? Bin ich hier auch noch gejagt. Das ist natürlich super duper duper mäßig dufte. So. Oh. Ja, alles gut. Was ist das denn? Ihr seid nun aufrichtig. Ach, jetzt ist nämlich eigentlich. Ehrlich, Alter, da willst du der Stadt helfen und diese Bande eigentlich neutralisieren und also betretet das Kastell von Dolchsturz. Wo ist denn das? So, hier hinten sollen irgendwie die sammeln die Dwarg-Eier. Herrlich, also. Aber die haben das letzte Mal auch nicht geschafft, ne? Oh, weil die war auch schon ziemlich hoch, oder? So, hier haben wir. Was ist das denn? Töte den Verrat in der Dunkelheit. Ach so, das ist ja dann das, ne? Da ist das Portal, was wir betreten sollen. Treibt die Schulden bei Potirnit ein. Okay, da haben wir den noch gefunden. So. Besser immer alles mit der Karte suchen. Das ist viel schneller, also. Ich wünschte, ich könnte fortgehen. Das war ja, ist ja immer wieder alles ganz, ganz prächtig gelaufen hier. Egal, ein paar Nebenmissionen haben wir abgeschlossen. Diese Suchquests haben wir auch gemacht. Haben vieles entdeckt. Und hoffentlich konnten wir den Kollegen eine Freude machen, dass er jetzt zumindest das Erbe und das Schriftstück von seinem Vater hat. Weil nur 400 Gold bekommen. Ich weiß nicht, was wir bekommen hätten, wenn wir es einfach behalten hätten. Aber naja, da ist er. Im Ernst jetzt. Ich habe kein Interesse daran, mein Geld für diese absonderliche Handballiste zu vergeuden. Wer braucht schon einen Bogen, bei dem das Nachladen ewig dauert und man erst einen Abzug drücken muss, um zu schießen? Ich habe eh kein Geld. Oh, entschuldigt.
Ich habe euch verwechselt. Sarashi hat mich geschickt, um eure Schulden bei ihm einzutreiben. Tut mir leid, ich bin völlig pleite. Und es war sogar einer von Srashis Freunden, der mich dazu überredet hat, mein Land zu verkaufen und den Erlös in Schweinesättel für Kinder zu investieren. Und was für eine Überraschung. Sie haben sich nicht sehr gut verkauft. Ich habe alles verloren. Sicher habt ihr etwas Gold für Notfälle übrig behalten. Ich wünschte, es wäre so, aber nein. Wenn ihr wirklich Geld für Srashi eintreiben wollt und kein Problem damit habt, euch die Finger schmutzig zu machen, könntet ihr das Grab meines Großvaters am Tempel durchstöbern. Er wurde mit einem wertvollen Edelstein beigesetzt. Das kam mir schon immer wie die purste Verschwendung vor. Oder vielleicht heimsehe ich euch eine Belohnung ein, wenn ich euch als Grabräuber der Stadtwache melde. Wartet einen Moment. Das ist ungerecht. Das habe ich nicht... Hört zu, mein Ruf ist schon schlecht genug. Das Letzte, was ich brauche, sind noch mehr Gerüchte über mich. Ich habe etwas Geld. Nehmt es einfach und geht. Jupp, job. So, müssen wir noch irgendwas eintreiben und wo? Irgendwo ganz da hinten. Such den Kapitän der... Okay, irgendeinen Kapitän sollen wir suchen. Wenn er mal hier runtergehen würde. Was haben wir hier? Ach so, das Portal wieder. Das Portal. Völlig unnötig. So, in dieser kleinen Aufnahmesession werde ich dann jetzt noch eben diese Mission beenden. Und die noch abschließen. Und dann hoffe ich... Jupp! Stunt der Burner. So, wo sind wir denn da? Da ist er doch. Seid gegrüßt. Mahlzeit. Wenn ihr nicht hier seid, um euch der Mannschaft anzuschließen, dann ist es kein guter Zeitpunkt. Das Schiff liegt immer noch im Hafen. Ich würde mir euren Namen notieren, aber ich habe einfach keine Lust. Hab letzte Nacht zu viel im Gasthaus zur trüben Neige getrunken. Ich suche nach Captain Mark. Entschuldigt, mein Freund. Er wollte gerade zurück zur trüben Neige, um mit dem Geldverleiher Srashi zu sprechen. Wenn ich den Kapitän richtig kenne, trinkt er erst unten noch was, bevor er nach oben geht. Alles klar, leb wohl. So, dann laufen wir hierhin, dahin, dorthin und jetzt ist er schon da oben. Hallo, kannst du nicht mal eine E-Mail schreiben? Und uns darum ein bisschen mal helfen? Also, ne. Also, das geht ja mal gar nicht. Also, ohne irgendeine Rückmeldung einfach jetzt irgendwo hinzugehen und dir einen zu saufen. Hallo, bring mal lieber das Geld zurück. Nee, also, unverantwortlich sowas, ehrlich, ne? Noch nicht mal irgendwie eine Bescheid, so, ja, ich habe das Geld, aber ich gehe mir jetzt da einen saufen, wenn du nochmal vorher mit mir reden willst, komm ruhig rum, aber ich möchte das Geld sowieso jetzt zurückbringen oder was weiß ich, einfach jetzt hier versaufen, weil ich ein bisschen Bock drauf hab. Naja, Gasthaus zur trüben Neige, da sind wir dann auch schon. So, wo ist er denn? Ach, guck mal, da ist er schön am Süppeln, Alter. Hier auf seinem schönen Stuhl. Hey, mein Freund. Lust auf einen kleinen Schluck? Ihr werdet aber einen ausgeben müssen. Ich bin völlig pleite. Ich kann nicht einmal meine Schulden bezahlen. Ich muss hochgehen und Srashi beichten, dass ich sein Geld nicht habe. Denkt ihr, er wird mich umbringen lassen? Eigentlich hat Srashi mich geschickt, um eure Schulden bei ihm einzutreiben. Oh, dann werdet ihr mich also töten. Denn ich habe das Geld nämlich nicht. Da ist nichts dran zu ändern. Ich werde allerdings nicht fliehen. Ich bin ein rechtschaffener Mann. Zumindest in dieser Angelegenheit. Denkt ihr nicht, dass Srashi mir noch ein paar Wochen geben könnte? Ich werde ihn bitten, euch noch eine Chance zu geben. So nett sind wir jetzt doch mal. Ist er schon hier? Ach ja, der ist ja oben. Und er sitzt direkt hier bei dem Kollegen und geht noch nicht mal hoch. Immer so mal zu Srashi. Ich hab Scheiße gemacht. So, Srashi. Ihr seid zurückgekehrt. Und das früher als Srashi dachte.
Habt ihr Thrashys Gold? Sagt bitte, dass ihr Thrashys Gold habt. Kapitän Mark hat um mehr Zeit gebeten. Wenn Thrashy die Zeit hätte, dann würde er sie dem Kapitän gerne gewähren. Aber hier steht Thrashys eigenes Fell auf dem Spiel. Thrashy muss das Geld bekommen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, komm hier. Bezahlen. Wenn ihr bereit seid, für ihn zu bezahlen, wird sich Thrashy nicht beschweren. Betrachtet die Schulden des Kapitäns als beglichen. Dann solltet ihr die Sache mit eurem Chef jetzt klären können. Ja, Thrashy ist sehr erleichtert. Und sein Chef sollte zufrieden sein. Ihr seid ein besserer Eintreiber, als mein Bruder es jemals war. Von nun an werde ich euch als Teil meiner Familie betrachten. Was mein ist, ist auch euer. Dankeschön. So, haben uns ein bisschen Gold verdient, aber wir haben jetzt eher gar nichts verdient. Wir haben sogar ein bisschen Gold abgedrückt, nur um in die Schulden zu nehmen. So, aber naja, das ist jetzt mal nicht ganz so tragisch. Aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part und dann machen wir uns auf den Weg und haben wir hier noch ein paar Aufgaben, wie man sieht. Fangt Eris Seele ein, sammelt die Dwarch-Eier, die werden wir dann sammeln und jo, mal gucken, was dann passiert. Ich verabschiede mich, euer Games Channel, Games for You, Big